Wunderschönen guten Hallo. Direkt auf dem Beat. Tagsam. Hukulu. Oh, Rapper, Junge, Rapper. Was geht, was geht? Was geht? Hi. Was geht ab, FM? Was gab's zu essen? Baguettes. Selbstgemachte Baguettes. Mit grüne Blatt drauf und so. Schönes Abend. Assalamu alaikum, merhaba. Was geht? Subskribieren Sie nun. Curtis Kusch is now live. Genau. Dankeschön. Hogwarts! Hi. Wie geht's? Der Fabian Lars, Dankeschön für den Prime im 8. vor 20 Minuten. Und Hagi, danke für den Prime im 8. ebenfalls. Und Chris, Dankeschön für den Resub im 27. Monat und Stufe 2 sogar. Selbstgemacht von Schwester Kusch, richtig. Dankeschön, Chris. Und Spike, Dankeschön für den Prime im 21. Natürlich von Schwester Kusch. Kusch. Koks, by the way. Immer wieder feiere ich deine Videos, einer für mich, der Twitch viel, viel unterhaltsamer macht. Dankeschön. Leider haben wir, glaube ich, jetzt erstmal fast einen Monat keine Videos. Da Vinci ist im Urlaub. Und Danny Punch, Dankeschön für den Prime 16. Wird auch gerne mal was Selbstgemachtes von Schwester Kusch essen. Das wirst du in deinem Leben niemals erfahren, mein Freund. Was danach isst und trinkst du nur noch aus einer Schnabeltasse. Ein Segen, das Curtis ist online. Yee. Vor kurzem erst entdeckt, mega unterhaltsam. Ja, dankeschön. Wie geht's euch? Was machen? Was habt ihr denn heute so gegessen? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und gesund. Genau, Grillern bei Curtis. Let's go. Brun2k, dankeschön für den Resub im 18. Monat und Hukulu. Und Danny Punch auch Hukulu. Und Hagi auch Hukulu. Mit Keke Schlaf, Döner-Teller, aber klingt gut. Aber endlich Rechner jetzt. Wie läuft das ab, wenn man einem Server beitreten möchte? Du gehst auf die Seite unity-live.de und dann musst du dich darüber bewerben. Dann musst du ins Teamspeak, dann machst du einen kleinen Test. Eigentlich klingt das bescheuert, ne? Und wenn du dafür geeignet bist, in deren Augen, dann darfst du da zocken. Noch nix, warte auf Lieferdienst. Pizza muss sein. Pizza ist auch immer gut. Pizza geht immer. Ich habe gewartet, bis du live bist und jetzt gibt's Chicken Nuggets mit Kartoffeln aus der Fritteuse. Heißluftfritteuse oder so eine normale? Hallo von Matterhorn. Hallo Kuba. Haben Sie gut geschlafen? Ja, tatsächlich. Sogar lange und vernünftig. Mit einem vernünftigen Schlafrhythmus. Spuck Aiden. Wird es jetzt sein oder später? Wir müssen am Intro nochmal was verändern, junges A. Was hältst du davon? Laufen die Whitelist-Gespräche eigentlich IC oder OOC ab? OOC auf Unity. Es gibt auch Server, wo die IC ablaufen. Und Marbro, Dankeschön für den Prime im 9. Hatte heute meinen ersten Arbeitstag gehabt. Ich hoffe, der war gut. Du bist zufrieden. Wie hart ist es, draufzukommen? Kommt drauf an, wie lernbereit du bist, ne? Man macht sich einfach einen Spickzettel und dann passt das schon. Hast du denn Platz genug für alle zum Grillen? Nee. Tatsächlich nicht. Aber wir können Leute einfach in die Küche stellen. Und ins Wohnzimmer, das passt dann. Kumpel ist dreimal durchgefallen. Es gibt selbst Leute, die schon lange RP spielen und da durchfallen, wie Shorty zum Beispiel. Genau, Oma. Ich hatte heute nur Brötchen. Das Mittag auf Arbeit habe ich lieber gedodged. Why, Kiki, why? King Brot, vielen lieben Dank für den Prime Sub im 19. Monat. Kekusch Kiss, Kekusch Lauf, Dankeschön. Shorty, laufende Meme. Hallo Paco. Und hallo Dan Mac. Und Daynight ist auch da, hallo. Und Chris 84, guten Abend. Und Kölsch, hallo. Und Dice und Lavik und Bucky. Ja, sprech mich einfach in der TS an. Machen wir, Eden, machen wir. Und Captain D-Rumbum. Ja, moin, was geht?
Es geht, was geht. Und Mr. Pony, guten Abend. Und Shapes, guten Abend. Fall of Drake Trip, ja, ich wollte mir das mal reinziehen und das ist gut. Bisher sind fast alle Lieder gut. Opa Wille Wonka, Dankeschön für den Prime Sub im 7. und Tukulu. Mit dem haben wir sogar, mit dem habe ich vorhin sogar geredet. Mit dem Opa im Teamspeak. Und Matti, hallo, Schattenwolf, Systemfehler, Raven, hallo, Filippolino, Ben Me Virus. Och, der Dana ist auch da. Und Juri ist auch da, Bam, ich hab's geschafft zum Start. Was geht, Juri? Und Dan Mac, hallo. Und Fabian Lars, Alina, No Name, Baby, Baby. Und Swiss TV und Immerkiss ist da. Braucht hier noch jemand einen Sub? Anno Blappen, hallo. Kingbrot, hallo. Lucky, hallo. Master King, Kid Kush. Pretty Naughty. Hallo. It's me, so what? Was geht, Capitano? Toshi, hallo, Loco. So up. Multipass. Lady Freak, ein wunderschön. Ich hatte nur einen Brainlag und konnte PowerP nicht erklären, aber ich habe es geschafft, nur. Ich habe noch Mitbewohner, die zu viele Nebengeräusche machen. Aber bald lege ich los. Machst du einfach Push-to-Talk an. Dass du nicht die ganze Zeit Dauersendest, sondern immer nur dann. Wenn du drauf drückst. You know what I mean. Why so fucking serious? Guten Abend. Und der anonyme Cheerer, wer auch immer du bist, vielen lieben Dank für 200 Bits. Ich wusste gar nicht, dass das anonym geht. Heute ruhiger natürlich. Was ist denn heute? Heute ist das Einjährige von Cody, ne? Gucken, was da abgeht. Boah, Juri, ne? Ehrlich. Für die, ey, ohne Witz, für dein U-Life-Bait-Ding, ne? Mit $10,000 die Kacke, ne? Ich hasse dich, bisschen hasse ich dich. Mystery, hallo, Spicy, hallo, Corporal Mars, hallo, Swaplex, Audi-Fahrer, Spinne, Dayday, was geht, Diamond Blue, Bully X, Panther, guten Abend, Pyro, hallo, Holy Ark Infinity, hallo, Tiger, hallo, Ramnau, Don Cesar, vielen Dank für 100 Bits, und Oma, Dankeschön für den Gift an den Lavik, und Moti Malak Sukulu, was geht. Und Kölsch, hat mal Steve, was geht? You can't catch me. I can't catch you, my friend. I have Speedtech. Ich hasse dich wirklich dafür, Juri, Alter. Das musst du unbedingt rausnehmen. Du darfst die Dinger ja eh nicht verkaufen, ne? Panther, danke für den Reset im 7. Ich muss da Big Business machen mal mit den Klamotten. Mich erreicht eh keiner Flightsteller. Das habe ich den ICO gesagt, weil ich das ja weiß. Sagst du, yo, kriegst 10 Millionen, wenn du da eine reichst. Du gehst so schon an dein Privathandy-IC nicht, Alter. Als ob du dann an die Leitstelle gehst und dich voll labern lässt wie in Klamotten. Einfach der Shane, was geht? Spielst du zeitweise verschiedene Stories mit verschiedenen Charakteren oder wie ist das? Oh, schönes Lied. Halt die Klappe. Eigentlich fokussiere ich mich immer auf einen Charakter, aber die. Ich würde nicht sagen, sind ziemlich gleich, aber. Nee, ich spiele immer nur einen Charakter. Es kann aber sein, dass ich mal switche. Und eventuell einen anderen Spiel, also den ich schon bereits erstellt habe oder mal vielleicht was Neues auch ausprobieren. Was sollte man alles in die Charakterbeschreibung packen? Auf jeden Fall, dass deine Eltern Drogen genommen haben, du in der Southside aufgewachsen bist. Beschreib einfach deinen Charakter, wie du denkst, wie der drauf sein wird, IC. Hallo, No-Go. War das Alternet, war das, ne? Da haben die das alle reingeschrieben. Ja, meine Eltern sind drogensüchtig. Seitdem bin ich voll edgy, Mann, und schmink mich schwarz. So, lass ihn rumplämmen, aber danke. Mama oder Papa tot, Mama oder Papa tot, ich drogenabhängig, genau. 58 bestätigte Abschüsse in der Army gehabt. War es nicht Eltern tot und jetzt drogen? Irgendwie so. Keine Ahnung mehr. Wenn ihr schon fragen müsst, was ihr schreiben wollt, dann überlegt, ob EP was für euch ist. Nee, Schattenwolf, das Ding ist, viele wissen nicht, ne? Die denken, von denen wird irgendwas verlangt, was explizit ist, aber die im Prinzip beschreibt dich vielleicht einfach selber. Sag, yo, ich bin voll der liebenswerte Mensch, der vielleicht ein bisschen dusselig ist und goofy-mäßig drauf ist, will aber niemandem was Böses, will Spaß haben im Leben, sowas. Oder schreibt er rein, dass er der übelste Gangster ist, aber da muss er eigentlich nur den Wikipedia-Beitrag verlinken. Längster Sniper-Schuss, 7000 Kilometer, muss unbedingt rein. Ganz wichtig, dass du auch immer von rechts pushst. Tschüss, Opa, wir sehen uns im EP. Hallo, tschüss.
An Mainz gehe ich nur, wenn kein Termin, aber ruf jetzt zurück an. Ja. Aber Fun Fact, die Anzeige sollte eigentlich nur raus sein, bis Montag gebucht. Ich verstehe den Move dahinter, IC. Ne, dass du die mal ein bisschen beruhigen willst, da wenn die schon irgendwelche Millionen Autos gegen Taschen tauschen. Die werden sich aber alle darauf berufen und der Markt geht irgendwie leider kaputt, weil die fest davon überzeugt sind, dass man die Items kaufen kann, obwohl die nur für das Event sind. Leider. Weil die nicht um Ecke denken. Kekusch-Clown. Und als gesagt wurde, dass immer das gleiche mit Drohungen von den Eltern oder tot sind, dann fing es an, Eltern sind Vermögen, ich will mein eigenes Ding machen. Du kannst aber auch nichts schreiben, was kein anderer schon geschrieben hat, so. Vielleicht sollte man sich ein bisschen Mühe bei der Rechtschreibung geben und wie man den Text designt. Dadurch fällt man, glaube ich, auf. Auf GTA Live haben wir damals für die Game-Bewerbung sogar eine eigene Grafik machen lassen. Von Alumi noch. Ich glaube, so macht heute gar keiner mehr. Die Panther, Dankeschön für die Wies am 7. hatten wir schon vor. Ist egal. Und Hukulo, was sind da für Emotes? Die sehen ja cool aus. Lapant, wer ist Lapant? Und Ivan, danke für den Wies am 7. und Tag. Tag zurück, Ivan. Und Matrix, Dankeschön für den Prime im 26. Und Chris, Dankeschön für den Prime im 6. Heiner. Du hast für so kein. Ach Mann, klar, jeder kann das. Jeder kann RP spielen. Im Prinzip ist das einfach nur ein 3D-Teamspeak, wo du dich zu benehmen hast. Am Anfang zumindest. Und irgendwann bist du da so drin und dann traust du dich auch mehr. Überleg mal, wie lange Mila jetzt schon RP spielt und wie die aufblüht mit Twinkie, nachdem die sich so ein bisschen hinter den Stimmenverzerrer verstecken kann und so. Man lernt nie aus. Keiner ist vollkommen. Die einen können super gut reden, dafür können die anderen vielleicht super gut freestylen und haben viel mit Muckermut. Ne, die Angler können echt einen Gangster spielen, sodass das cool rüberkommt. Die Angler kennen sich vielleicht aus mit Google Docs Dokumenten, können gut farmen und kennen die krassesten Strecken. Steve Wei, vielen lieben Dank für 1000 Bits, Mann. Dankeschön. Das ist echt eine Menge Holz. Danke. Merci. Die werden gut investiert. In Socken mit Löcher. Dankeschön. Ja, aber man muss ja auch sagen, als man sie das erste Mal vorher gesehen hat, war sie schon echt gut. Ja, aber du lernst, die ist gut und die wird noch besser. Wenn ich so an meine Cody-Zeit denke, ich bin absolut, obwohl ich in Arma schon Cop gespielt habe, aber Arma war auch wieder was anderes. Wenn ich jetzt aber einen Cop-Charakter machen würde, ich würde gar nicht klarkommen. Ehrlich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung davon. Also nicht, wie das in GTA bespielt wird. Vielleicht sehen wir das ja immer irgendwann. Komplett neu lernen. Twinkie ist wahnsinnig gut. Fakt. Tatsache, wie Danjo so schön sagte. Benehmen zum Schluss muss ich dann noch Gesetze beachten. Nee, geht gar nicht. Obelix. Dir passt so ein gebundenes RP nicht. Ist das gebunden? Du bist ja doch eigentlich immer auf Achse. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie das mit Cody so wirklich war. Ich weiß nur, dass das verdammt schwer ist mit den Gesetzen und so. Oder was heißt schwer? Du musst halt draufhauen, ne? Auch mit den Miranda-Warnungen und all so ein Kack. Du musst da echt heftig im RP irgendwelche Gesetze und Regeln befolgen. Was sagst du zum Charaktertod von Tod Ascher und wie fandest du den Charakter? Den Charakter fand ich ziemlich ätzend. Also mit Peanut im RP. Wegen diesen Beleidigungen und so. Und der Charakter-Tod ist freiwillig, ne, hat sie sich selbst ausgesucht. Es gibt auf Unity keine Hinrichtungen oder so. Du bestimmst, wann dein Charakter stirbt und niemand anders. Es gibt auch keine Hinrichtungsanträge oder sowas. Ach nee, gar nicht. Entweder bestimmst du den Tod deines Charakters oder du wirst gebloodoutet aus der Gang. Das heißt, dein OG oder deine Gang kann dich töten, sonst niemand. Ist alles selbst ausgesucht. Ja, genau. Guten Abend, MDK. Ist aber easy. Hab 3 Jahre Cop gespielt. Ja, das hast du bestimmt irgendwann drin. Aber es gibt nun mal verdammt gute Cop-RPler, so die du nichts vormachen würdest.
Zum Beispiel den Dings, boah, der schon seit GTA Live zockt, der, John Gage, der ist auch auf Unity. Der Gargamel. Der zockt ja schon seit GTA Live und ausschließlich nur Polizeicharakter. Ich glaube, dem erzählst du mir, P, zum Beispiel nix. Manchmal leider so, was denn, Juri? Ja, okay, sie ist ja von Medic zu Bomb gegangen. Als Medic war sie gut. Kann ich nicht beurteilen. Will ich auch nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Bestimmt. Hallo, Weedy MacBot. Was geht? Und MS, danke schön für den Prime 12. Gage war vorher schon Cop in Armor. Ja. Aber den würde ich zum Beispiel nie im Crime-AP sehen oder Gang-AP. Als Medic die gute 10 Minuten Hirn-OP bei Curtis. Ah, stimmt, ne? 5 Minuten OP. Mal eben kurz Schädeldecke aufgeschnitten. Aufgeflext. Hinrichtungsantrag gibt's aber auch. Da muss die Person des Schaß dann zustimmen. Also ja, ich sag ja, du bestimmst den Tod deines Charakters selber. Du kannst ja sagen, nö. Hat er auch auf überlegt, der Peter Zunga, bin so einfallslos, Mensch, ohne besondere Stimme und mit null Ideen. Wird nicht zu mir passen, aber du brauchst doch keine besondere Stimme. Du kannst doch auch einfach einen Unkreativen spielen. Einfach so diesen durchschnittlichen Los Santos-Menschen. Der vielleicht ist seine Superkraft ja, dass der Charakter besonders langweilig ist. Hast du trotzdem Spaß im Spiel? Lernst du auch Leute kennen? Ich würde mich dann nicht so abschrecken lassen. Du brauchst keine besondere Stimme oder so ein Shit. Ab in CP, pass dir auf, Junge. Ich gehe in CP, wenn ich das will. Den durchschnittlichen Erdbeerfarmer. Ja, das ist aber auch eher so, ne? Was willst du sonst machen, um an Kohle ranzukommen? Du musst ja irgendwo arbeiten gehen. Und auf dem Erdbeerfeld auf Unity ist es halt besonders einfach, weil du da nicht noch verarbeiten musst. Als Anfänger irgendeinen schwierigen Char-Spiel mit Story und so weiter befordert eh mehr als alle anderen. Einfach normal spielen. Ich bin Character X, ich wohne hier schon immer. Fertig. Dann beginnt deine Reise. Der Faltkarte Los Santos Bürger. Ja, Faltkarte finde ich nicht mal so schwierig. Aber was soll ich da sagen, Alter? Bei mir kickt, wenn ich gestern an gestern denke, ich achte da jetzt auf ein bisschen mehr drauf. Das ist ein bisschen zu viel gekicke. Selbst wenn Unity kein Hardcore-Server ist oder so, aber trotzdem. Man muss da schon ein bisschen drauf achten, Alter. Hallo Mindrip, guten Abend. Und Matze, guten Abend. Wenn du bereits auf Unity spielst, musst du dann jeden neuen Char anmelden oder kannst du einfach eine neue erstellen? Du musst den anmelden gehen im Support. Sogar mit kleiner Charakterbeschreibung und so. Und dann wird das wahrscheinlich genehmigt. Ich glaube, man darf aber nur 2 Charakter haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Dankeschön, Catnip. Und Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Merci. Ich mache nur Duftkerze, dann gehen wir schon rein. Heute ist einjähriges von Cody. Ich bin mal gespannt, ob der sich einfallen lassen hat. Und wenn Pinsel dann darauf einsteigt, schaukelt ihr euch gegenseitig hoch und kickt nur noch. Jo, der hat mir auch gestern geschrieben, nach dem Stream, nach dem Discord und so, dass der das selber merkt. Ich mach mir auch Gedanken darüber. So, wir müssen echt aufpassen, Alter. Und der hat mich gefragt, meinst du, ich habe schon eine Akte und ich bekomme Ärger so? Und dann habe ich geschrieben, nein, sonst wärst du schon lange im Support gewesen, so, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Und dann sagt er zu mir, du machst aus mir den Kicker, ich sag's dir. Und dann mit so einem irgend so einem komischen Emoji. Jeder kickt ein bisschen, Mann. Man muss nur aufpassen. Ja, Dana, das ist das Problem. Johnny, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Und Bock auf heute habt. Mad Monday.
Ich habe mir auch gerade was für heute überlegt, ein bisschen. Also nichts Großartiges, aber einfach so einen Keck W im Moment. Wir gehen jetzt auch gleich in eine Pommes, keine Sorge. Ich weiß, ihr seid schon alle wieder ungeduldig. Das Problem ist, dass die meisten zu viele Erwartungen haben. Wir wollen zu einem bestimmten Char oder zu einer bestimmten Gang. Und das ist der Fehler. Am besten Char stellen und ohne Erwartungen sich treiben lassen und gucken, wo man landet. Wenn du Anfänger bist, ist das ziemlich einfach, dich einfach treiben zu lassen. Wenn du aber schon so lange spielst, also mir fällt das manchmal immer noch, das merkt ihr auch selber. Ich erinnere so an Cody damals, wo immer alle gesagt haben im Chat so, Curtis aus. Wenn du einen Char immer spielst, wirklich immer, manchmal rutsche ich noch ab. Manchmal rutsche ich noch ab und manchmal bin ich auch viel zu schnell in Sachen Veränderung und so. Aber ich bin auch nicht der Beste. Man macht Fehler. Ich denke aber darüber nach. Spielen eigentlich noch andere Charakter von früher gerade mit euch aus der Twinkie Dune? Ne, wir sind komplett solo unterwegs. Deldos, du kannst mit Redox nicht im Story-Modus laden. Das geht nur, du kannst nur noch rüber auf den Server drauf. Mit Rage. Ja doch, stimmt, Salty, hast recht. Weil Pina kommt auch hin und wieder Kürbis durch. Ne, nicht der Kürbis, sondern ich selber. Weil das bin ich einfach. Ja, stimmt, ich hab's heute vergessen. Und Lucky auch noch, wenn der mal online kommen würde. Aber macht er nicht. Dem müssen wir wieder alles erklären, wenn der mal kommt. Ne, Story-Modus geht nicht. Du musst das richtige Redux installieren für den Story-Modus. Du hast das wahrscheinlich installiert für die Rage-RP-Version. Solange man nicht selbst reflektiert und aus seinen Fehlern lernt, beziehungsweise dann besser macht, ist alles schick. Das mache ich. Ich denke da oft drüber nach. Habe ich ja gerade auch zugegeben. Ich habe über das Kicken gestern nachgedacht. Und das hat zu vieles und dass ich das einschränken werde. Hey, also ich spiele GTA RP erst seit kurzem und ich wurde gelobt, dass ich das recht mache. Auch als Medic bin ich wohl sehr gut und die Leute zufrieden. Es macht auch echt Spaß. Nur alleine sein ist doof und kenne noch nicht so viele Leute, mit denen man mal was machen kann. Bin nicht auf Unity. Dann geh, wenn du Medic bist, außer Dienst und lauf irgendwo hin und sprech Leute an. Und da dein Nickname, dein Pseudonym hier Evelina ist, vermute ich mal, dass du ein Mädchen bist oder eine Frau. Und, ja. Du wirst Leute finden. Immer. Ja, Mickey, habe ich gelesen. Ich bin nur gespannt, wenn er macht, wohin er geht. War gestern schon Thema Mickey? Was, wo? Wer hat wo geschrieben? Stadtpark GTC ist immer was los, ja. Ich sehe Mund auf No Pixel. Yo, Brother, bring me not on the palm oder I shoot you in your face, man. Schmumann, dankeschön für den Prime im 11. Und Skizio, dankeschön für den Prime 9. Das mit Monte, ach so. Ja, das kann er ja nicht wissen, ne? Haben wir Day Night schon ausreichend begrüßt? Ja, schon 2-3 Mal. Richtig, ich bin eine Frau und werde auch oft angemacht, da es dort wenig Frauen gibt. Ja, dort sind viele Leute unterwegs, aber ich stehe auch einfach mal da und höre Musik. Da kommen ab und an Leute dazu und fangen an, Musik zu spielen. Oh, was soll ich dir sagen? Wenn die da unangenehm sind, die Typen, und dich anbaggern und du dann nicht möchtest, musst du dazu kommunizieren. Ansonsten würde ich vielleicht in deinem Berufsfeld im RP nach Leuten suchen. Ich meinte zu Musik tanzen. Ja. Vielleicht im RP die Kollegen, mit denen was unternehmen, wenn du merkst, dass die cool sind. Sie verstehen? Kann mir schon vorstellen, dass das als Frau echt schwierig ist manchmal. Also Grand Theft Auto. Düff. Du hältst die Klappe. Wie du dir Sound. Steam ist an. Und Rage MP. Let's go.
Ja, nee, ich bin da recht locker und sehe es gelassen. Kann damit gut umgehen. Schlimmer waren die anfänglichen Entführungen in Geiselnahme und die Zwangsehe. Huch. Uff. Zwangsehe ist Power-RP. Das bedeutet eigentlich Support gehen. Sowas würde ich hier an deiner Stelle beim Laden des Inhalts dieser Euler ist ein Fehler aufgetreten. Willst du mich verarschen? Stimme zu. Ja, auf vielen Servern ist Zwangsehe Standard. Du spielst wahrscheinlich auf einem 5M-Server, ne? Hallo Smitty. Hallo Masahiro. Ich würde dir von 5M-Servern echt abraten. Es gibt viele andere tolle Server. Das ist die Whitelist zwar ein bisschen schwieriger, aber da wirst du auf solche Probleme nicht stoßen. Nee, das ist 5M. Was bedeutet Zwangsehe bei GTRP? Seit einer kommt und sagt, du heiratest mich jetzt. Und der dich dann powert und dazu zwingt, dass du das tust. Und mit ausspielst. Nie wieder ohne schwierige Whitelist. Das sortiert viele No-Brains aus. Unfassbar gut. True. Kann man nicht einfach sagen, nö. Ja, klar kann man das sagen, aber die drohen ja dann wahrscheinlich im RP. Im RP. Und wenn du neu bist im RP, hast du dann Angst, ich mach das jetzt einfach mit, weil du musst ja dein Leben schützen und bla bla bla. Einfach bei sowas einfach Alt F4 machen. Vor allem auf 5M-Server. Das juckt eh keine Sau, oder? So, ich schalte sofort um.